kann die Fähigkeit nicht machen, dass ich schauen kann, wo ich hin muss. What the fuck? What the fuck? Hä? Au! Stacheldraht. Hä? Wo? Ich muss doch hier wahrscheinlich weiter, oder? Obwohl es nicht so aussieht. Hoch komme ich auch nix. Runter komme ich auch nicht. Hier, ja, hier bin ich hergekommen, super. Da brauche ich jetzt aber nicht. Was zum? Dieser scheiß Stacheldraht. Wo the fuck soll ich hin? Hä? Jetzt bin ich wieder mal planlos. Meine Fresse, Vega! Aha, blöd? Ja, wirklich blöd. Ist hier nix. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon, ich weiß doch wohin. Alter, Vater, Alter. Komm schon, Faith! Ja! Tschüss! Alter Vater, das wäre geschafft, kannst laut sagen. Junge. Es ist vorbei. Ich hab Mirror's Edge fertig. Junge. Alter Knallter, okay. Ja. Wie soll ich sagen? Gutes Spiel. Nur, also sagen wir mal so. Es ist ein gutes Spiel. Es hat sehr viel mit Klettern und so einem Kack.
Story bin ich jetzt nicht. Ich bin schon mitbekommen, aber es war ein bisschen schwer, aber okay, ich hab's ungefähr gecheckt, um was gegangen ist und so weiter und so fort. Aber was mich richtig angekotzt hat, wisst ihr alle. Nämlich das Schießen. Mann. Das einzige, wo man zielen konnte, war die Sniper. Die einzige Waffe, wo man zielen konnte, war die Sniper. Alles andere konnte man einfach nur, musste man per Hüfte machen. Okay, das Spiel hat zwar gesagt, man kann auch alle umgehen scheinbar, aber ich wüsste nicht genau, wie das gehen würde. Wahrscheinlich auch leicht würde es irgendwie gehen. Aber keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Also es ist gut ausgeglichen. Naja, was heißt gut ausgeglichen? Am Anfang musste man wirklich nur klettern, was sehr gut war. Weil eigentlich ist das Spiel ja auch nur ein Kletterspiel sozusagen, also eigentlich schon. Und komischerweise jetzt zum Schluss ging es nur mit dem Ballern ab. Also habt ihr selber gemerkt, ich Alter, hätte fast keinen Bock mehr gehabt, aber ich hab's noch gut durchgezogen und ich hab's geschafft. Ich hab's irgendwie geschafft, keine Ahnung. Und ja. Also nicht ganz ausgeglichen war es nicht so richtig, also ja. Paar Schießereien waren schon, was mich ein bisschen angekotzt haben. Wegen dem Zielen, also es war wirklich nur wegen Zielen und weil irgendwie Faith auch fast nichts aushält. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Es gibt auch Trophies, wo man irgendwelche komischen Tricks ausführen muss. Irgendwie ganz so komisch, keine Ahnung. Da muss man Wallrun machen, muss man. Keine Ahnung. Okay, ja, irgendwas mit Callahan und sehr viele Verletzte wurden jetzt da zum Schluss noch gemacht, wieso auch immer, weil ich irgendwie, ich habe die einfach liegen lassen, die Kollegen, also nicht liegen lassen, ich habe sie einfach, die waren mir jetzt eigentlich komplett egal. Und ja, man merkt schon, dass es sehr was mit Japanern und Chinesen und Taiwanern und Koreanern das Spiel hat, ja, es war klar eigentlich, weil Faith schaut auch aus wie eine, weiß ich gar nicht, Chinesin? Japanerin, Asiatin halt. Und ja, was kann ich sonst noch sagen? Nicht viel. Also ja, es war ein gutes Spiel. Ich glaube jetzt auch bald kommt Mirror's Edge 2. Ich weiß nicht, ob ich mir das hole, obwohl, ja, ich glaube, das spiele ich jetzt auch irgendwann mal wieder durch. Aber im Moment nicht. Im Moment, ja, mache ich jetzt eigentlich nicht mehr Mirror's Edge zocken und ja. Aber ja. Es war ein guter Ausgleich mit den Cutscenes und so weiter und so fort und mit den Cutscenes, was heißt mit den Cutscenes? Ja, es war ein guter Ausgleich. Gut, okay, außer mit dem Schießereien, aber das habe ich ja schon gesagt. Gut, ich würde sagen, das war's dann von mir und von Let's Play Mirror's Edge. Wir hören uns dann bei Far Cry 3 und mein nächstes Projekt werden wahrscheinlich zwei sein. Ich glaube, aber das andere wird eine Überraschung sein. Aber das eine kann ich euch jetzt schon sagen, das wird ein Let's Together Bioshock Infinite. Let's Together Bioshock Infinite. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann bei Far Cry 3 oder bei Bioshock Infinite oder bei dem anderen geheimen Projekt. Gut, also, wir hören uns. Vega sagt Ciao!